Hallo, wir haben hier einen Typ, der hat jetzt ein Bier getrunken, wie du siehst. Wieder hinten steht sein Auto, jetzt will er heimfahren. Was sagst du dazu? Ja, viel Glück. Und wenn jetzt er das doch macht, was findest du, wie soll so einer bestraft werden? Ausweisentzug. Lünken, auf dem Bundesplatz lünken vor allem. Nein, ich weiss doch nicht. Büssen sicher mal. Sicher mal ein Zeitchen Ausweisentzug. Zahlen. Ja. Psychologe und alles drum und dran. Also er muss sicher Buß zahlen, wenn er irgendwie verwünscht wird oder so. Also aber nicht im frei davon kommen in dem Sinn. Du bist bewusst, was du da machst, oder? Hey, was? Willst du da Auto fahren, in dem Zustand, wo du bist? Normal. Hey. Du bist besoffen. Und dann? Ja, was könnte passieren? Ja, nichts. Du hast ja keine Ahnung, Junge. Hey, nein, du hast ja keine Ahnung. Komm mit mir mit, ich zeig dir jetzt mal etwas. Fuck. Es kann nicht sein, dass jemand, der besoffen fährt und einen Unfall verursacht, einfach mit einer Geldstrafe davonkommt oder am Schluss gar nichts muss zahlen, weil es nur bedingt ist. Sondern da empfehle ich Knast und da empfehle ich Führerausweisentzug und da empfehle ich auch das Programm, wo man den Umgang mit Alkohol lernt. Ist das erste Mal, regelmäßig passiert. Und dann habe ich das Gefühl, muss man sicher mal das auch mit dem Gefängnis versuchen, oder? Vielleicht ist das ein bisschen Zeit zum Überlegen und so und ein bisschen langweilig und so ist vielleicht wirkt besser, oder? Also ich bin mal einen Tag im Militärknast gewesen, und dann kommt man nur in Unterhose in das Zimmer rein und hat nichts außer der Bibel und dem Militärreglement. Aber ich meinte, so müssen alle Gefängnisse im Land aussehen und nicht nur das Militärgefängnis. Also ich denke, Leute, die wiederholt straffällig werden und Geldstrafen nicht bringen, dort muss man sicher auch Gefängnisstrafen machen. Aber was natürlich auch nicht verhältnismäßig ist, wenn man jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob in ihrer Lehre oder ihrer Arbeit ist und nachher wegen einer Gefängnisstrafe nachher wirklich auch dort mehr Probleme bekommt, dann ist das nachher von der Strafe und von der Auswirkung auch übermäßig. Darum finde ich es wichtig, dass der Richter die Situation anschaut und das Ziel muss sein, dass man das ja nicht mehr macht. Und mit diesem Ziel muss man dann die richtige Strafe finden. Ja, in Zukunft ohne Auto und dafür mit einem Gea oder auf dem Velo. Wobei auch auf dem Velo nicht besoffen. Und dann natürlich klar Gefängnis. Und dazu sicher ein Buss auch für den Sachschaden. Wenn die Urteile gerade bei diesen Delikten so milde ausfallen, ist es an der Politik, schärfere Gesetze zu verabschieden. Mit dem heutigen Gesetz sind die Richter geradezu gezwungen, Ersttätern bedingte Strafen zu geben.
Vergewaltigung von Kindern ist heute im Strafgesetzbuch nicht explizit geregelt, weshalb dies neu festgeschrieben werden muss. Die ablehnende Haltung des Bundesrates, 7 Jahre Mindeststrafe seien unverhältnismäßig, weil sie über dem Strafmaß der vorsätzlichen Tötung liegt, kann ich nicht gelten lassen. Et de répression. Le législateur a bien fait de créer ces outils, mais il ne permet pas au juge de décider quel est le bon outil applicable à chaque cas d'espèce. Aujourd'hui, nous devons nous rendre à l'évidence. Le législateur a eu tort d'imposer au juge l'application prioritaire du jour amende par rapport aus autres peines. Cela... Wir berichten hier live aus dem Bundeshaus. Heute geht es um Strafgesetz. Gib mir den Mike. Ich bin Fahrer in angetrunkenem Zustand. War schon immer, mache das schon immer. Was ändert sich für mich zum Beispiel? Ja, hoffentlich viel. Nein, weil ihr gefährdet ja nicht um euch selber, sondern auch euer Umfeld. Und irgendjemand müsste euch jetzt einmal beibringen, dass Fiats Fahren in angetrunkenem Zustand einfach kein Kavaliersdelikt ist. Wie bringt man das bei? Wir diskutieren also mal höhere Strafen, auch im Zug vom Auto. Fahrausweisentzug über längere Zeit. Ich hoffe, dass irgendeine von diesen Massnahmen greift. Sie haben heute die ganzen Abstimmungen auch miterlebt. Wie beurteilen Sie das Ganze aus Ihrer Sicht? Wir haben ja noch eine Raser-Initiative, OB, also eine Volksinitiative, dass man wirklich Druck macht, dass junge Raser wissen, hey, also wenn ich so fräsen, dann nachher komme ich auch wirklich dran. Und heute war das nur zum Teil gewesen, ganz interessant. Also dort, wo es um Führerausweisentzug geht, da denkt dann jeder nach, ich bin nicht so sicher, ob mir dann das auch mal passieren könnte. Ich will ja dann gleich doch wieder können Auto fahren. Also hat er eben dann Nein gestimmt. Aber im Allgemeinen bin ich erstaunt gewesen, wie viele von diesen Motionen, die der Bundesrat abgelehnt hat, weil er nicht zusätzliche Arbeit hätte, dass heute durchgekommen sind. Schlüssel. Nimm den gerade.